Einen wunderschönen guten Morgen, meine Lieben. Wir sind ja gestern mit knapp 9 Stunden Lenkzeit hier in Böblingen eingeflogen. Haben ja Glück gehabt hier mit dem Parkplatz, dass der hier frei war. Und nachher fahren wir einmal hier ums Viertel und gucken rum. So einmal rundrum, dass wir dann dahinter, da fahren wir hinter. Und dann kommen wir da oben wieder raus. Im Prinzip so, wie wir gestern gefahren sind, früh. Bloß, dass wir heute nicht dort auf der Straße stehen. Ja, meine Guten. Dann laden wir hier ab. Laden Leergut unten am Leergutplatz. Mal gucken, wie lange es da dauert. Da müssen wir uns wahrscheinlich anstellen. Heute ist Freitag, da wollen viele Leergut laden. Aber wir sind eigentlich günstig in der Zeit. Wenn wir früh um 8 Uhr abladen oder 8:30, könnten wir schon um 10 Uhr unten im Leergut stehen. Ab Mittag geht dann der Stress da unten los. Da stehen sie dann Schlange. So, also, soweit will ich euch das jetzt erstmal erzählen. Dann fahren wir nach Bad Rodach, laden dort ab, laden gleich wieder und dann fahren wir nach Hause. Ich hoffe ja, dass wir das alles in der Schichtzeit schaffen und nicht nochmal Pause machen müssen in Bad Rodach. Das wäre blöd. Wäre nicht zu ändern, aber wäre blöd, weil wir haben nämlich heute bloß 13 Stunden Schichtzeit zur Verfügung. Wir haben nämlich im Prinzip schon, dadurch wir schon 3x9 Stunden Pause gemacht haben, haben wir im Prinzip schon alle 15er Schichtzeiten verrammelt. Weil ja dann, selbst wenn wir bloß 13 Stunden gemacht hätten, haben wir aber nicht, wir haben ja jedes Mal über 13 Stunden gemacht, bis auf gestern. Aber dadurch wir bloß 9 Stunden Pause gemacht haben, zählt das halt als 15er Schichtzeit. Ne? So, also, wisst ihr jetzt erstmal grob Bescheid. Laber, laber, laber. Lange Rede, kurzer Sinn. Jetzt machen wir Abfahrtskontrolle und dann geht's los. Finster ist es, regnen tut's. 3 Grad plus haben wir. Das ist schon erstmal gut. Also, zwick mal auf. Habe ich schon lange nicht mehr gesagt, ne? Ja. So, meine Guten. Nochmal einen wunderschönen guten Morgen an dieser Stelle. Wie der Tag heute ablaufen wird, habe ich euch ja schon gesagt. Also, jetzt fahren wir erstmal in die Anmeldung. Und dann gucken wir, wie es weitergeht. So, jetzt fahren wir hier links. Dann fahren wir das Ringel. Ach, hier ist eine Sackgasse. Machen sie jetzt überall Sackgassen hier oder was? Na, dann müssen wir uns gucken, wo wir jetzt hier durchkommen. Dann fahren wir jetzt hier links. Hier sind überall Baustellen. Ich fasse es nicht. Naja, wir werden schon irgendwo hier drehen können. Irgendeine Wendestelle finden wir schon. Wir haben ja noch Zeit. Noch hetzt uns ja niemand. Den haben sie auch ganz schön eingequetscht hier. Naja, es wird mir eine Lehre sein und ich werde mich in Zukunft immer so stellen, dass ich nach vorne oder nach hinten versuche, mit einer Einfahrt Freiheit zu haben.
dass ich dann schön rauskomme. So wie heute. Hat man nämlich nach vorne eine Einfahrt und da konnte man schön gemütlich rausfahren. Oder dann so, dass auf der anderen Seite Halteverbot ist, dass du dann genug Platz hast zum Ausholen. Dann geht's auch. So, guck, dann sind wir nämlich schon wieder hier. Haben sogar schon grün. Hier unten haben wir gestanden vorhin. So, und wenn du mal dein blendendes Licht ausmachen würdest. Oh, Alter. So, und da oben, wo der rauskommt, müssen wir nämlich rein. Hier steht einer und wartet auf irgendwas, auf was auch immer, auf besseres Wetter oder was weiß ich, auf was der wartet. So, hier fahren wir rein, hier ist nämlich die Anmeldung. Als ob hier schon wieder alles voll ist. Bis in die Kurven stehen sie. Mal, seht ihr, was ich sehe? Na, seht ihr, was ich sehe? Ja? Ja, 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 ja. Ja. Ihr seht, was ich sehe, ne? Genau. So, Freunde. Da sind wir doch schon da. So, Leute. Das ging ja rucki zucki. Keine 10 Minuten habe ich hier gebracht in der Anmeldung. Und ich darf sogar schon rüberfahren ins Werk. So, hier stehen sie immer sogar bis in der Durchfahrt stehen sie hier, ne? So, was ist denn mit dir, Schober? Auf was wartest du? Findest du keinen Platz oder was? Doch, hat einen Platz gefunden. So ein Platz heute. Im Gegensatz zu gestern, wo wir auf der Autobahn vorbeigefahren sind und hier von oben runter geguckt haben, da war ja alles zu spät hier. Da standen sie ja hier überall. Das siehst du ja von der Autobahn hier, wenn die hier. Da sind wir ja vorbeigefahren. Da siehst du ja, wo sie überall stehen. Ne? So, die ohnmächtige Laterne liegt immer noch da. Der Autotransporter wollen Mercedes abholen. Jede Menge Autotransporter hier. Ja, und wir dürfen schon reinfahren. Immer schön langsam machen hier, nicht, dass man irgendwas anrempelt.
Muss ja nicht sein. Komm, schwing die Hufe. Der stand gerade hinter mir her, der lübsenden Sohn. Ist gleich vorgefahren. Hätte ich genauso gemacht, wahrscheinlich. So, Freunde. Es ist noch nicht einmal mein Zeitfenster ran, ne? Wir liegen gut im Rennen. Wir liegen gut im Rennen, so muss das sein, das finde ich fein. Denn heute sollte Freitag sein. Also so wie es jetzt im Moment läuft, sieht es gut aus, dass wir heimkommen heute noch. Muss dann halt bloß auch noch gut laufen, wenn wir auf- und abladen müssen. Was ist mit dir? Keine Lust? Keine Lust. Jetzt hat er Lust. So, meine Guten. Trotzdem fast 3 Stunden hier zugebracht, obwohl es heute früh so zeitig war und eigentlich hätte schneller gehen müssen. Im Leergut habe ich gestanden und gestanden und gestanden. Naja, jetzt sind wir beladen. Hatten nicht immer alles, was ich kriegen sollte. Knapp 6 Tonnen haben wir drauf. Auto ist reichlich halb voll. Nicht ganz 3/4. Aber was soll's. Wenn es nicht mehr gibt, gibt es nicht mehr. Müssen sie damit zufrieden sein, was sie kriegen von mir. Weil ich muss ja auch zufrieden sein mit dem, was ich krieg von hier. So, und jetzt fahren wir nach Bad Rodach. Hoffen, dass es dort schneller geht. Und dann gucken wir, dass wir es heute noch heimschaffen. Ne? Bis um 20 Uhr haben wir Schichtzeit. Ja, freitags überziehe ich auch meine halbe Stunde. Das sehe ich nicht so eng. Das sehe ich nicht ganz so eng. Wenn Freitag meine halbe Stunde drüber ist. Mit der Lenkzeit kommen wir dicke hin. Wenn wir da 7 Stunden brauchen bis zu Hause, ist es viel. Wir haben ja gerade mal 30 Minuten weg, ne, durch den Werksverkehr. 4,5 Stunden bis hoch, knapp 4,5 Stunden sind 5 Stunden. Nach Hause sind 2,5, sind 7,5. Also alles im grünen Bereich. Die Krux ist die Schichtzeit. Die muss passen. Und wie gesagt, wenn ich da mal eine halbe Stunde drüber bin, freitags, da sagt dann auch keiner was. Aber wir müssen jetzt deswegen nicht bummeln. Wir werden trotzdem kräftig Gas geben. Dass wir schnell oben sind. Wir wissen ja nicht, was freitags an Staus auf uns wartet. Haben zwar noch nichts gemeldet, aber zum Beispiel den Stau im Engelbergtunnel, den melden sie ja nie. Ja.
So, meine Guten. Noch Holz. Jetzt machen wir hier diese lange Kurve. Habe ich euch die überhaupt schon gezeigt? Nee. Da geht es einmal hier so. Wir müssen nämlich auf die Autobahn dort in die Richtung. Also fahren wir jetzt hier einmal unter der Autobahn durch. Und dann dort wieder drauf. Schon ein ganz schöner Punkt, den wir hier machen, ne? So, jetzt sind wir in der richtigen Richtung. Waren wir vorhin auch, aber wir mussten erstmal die Autobahn wechseln. Und dann müssen wir aufpassen, hier unten kommt nämlich der Blitzer. Der fieseste Blitzer, den es überhaupt gibt. Der hat mich schon 25 Euro gekostet. Was ist denn hier wieder los? Braucht kein Mensch zum Freitag. Baustelle oder was? Auf jeden Fall eine Staustelle. Ich weiß nicht, ob eine Baustelle, auf jeden Fall eine Staustelle. Aber es rollt. Also denke ich mal, hat es was mit Einfädeln zu tun da vorne. Kommt doch schon der ersten LKWs auf der Überholspur. Ach Leute, ihr lernt das wohl nie. Na, gucken wir mal nach der Nationalität. Das interessiert mich jetzt schon mal. Na klar, ist sich polnisch, Kollege. Wie soll es auch anders sein? In Polen gibt es keine Rettungsgassen. Die haben sie abgeschafft. Das ist wohl doch was Größeres da vorne.
müssen alle links rüber. Seht man schon Holz wieder. Die Feuerwehr ist da. Wir schauen. Hat es wohl gebrannt oder was? An der Böschung gebrannt. Waldverbrandgefahr. Was steht denn hier? Auf der Transportwagen von Ach. Ach nee, das brauchst du am Freitag sowas. Die arme Sau. Den hat es ganz schön umgelegt, mein lieber Mann. Der stand auf dem Kopf. Das brauchst du freitags nicht. Leute, gleich haben wir es geschafft. Gleich sind wir am Ziel. Dann schauen wir halt mal, wie lange es dauert, ne? Wenn es dumm läuft und ein Silo-Auto dort steht, wo ich hin muss, habe ich einen Zonk gezogen. Aber mal so richtig. Dann haben wir mal so richtig einen Zonk gezogen. So, anmelden. Anmelden und hoffen. Man sieht ja nichts von hier vorne. So, meine Guten. Natürlich hat es wieder was länger gedauert. Kam doch tatsächlich vor mir noch so ein Transporter, so ein Silo-Transporter. Also was heißt kam vor mir? Der ist vielleicht 10 Minuten vor mir rein. Na? So, und wenn der natürlich da hinten steht, dann kann ich ja nicht da hinten ranfahren. Das ist ja das Problem. Und da musste ich jetzt erstmal warten, bis der sein Ding, sein Silo leer gepumpt hat. Und das dauert mal locker 2,5 bis 3 Stunden. Ne? So, dann haben wir fix abgeladen, haben geladen. Dummerweise geht das ja nur an der Stelle, wo das Silo ist. Das kann man nirgends anders laden, was ich krieg. Und da musste man natürlich auch dort laden, ne? Bei dem Silo. So, und jetzt geht's aber auf schnurstracksesten Weg nach Hause. Lilly wartet schon, die freut sich schon und die Hunde erst. Die freuen sich auch auf mich. So, kurz nach 8 sind wir zu Hause, das passt schon.
am Wochenende sagen sie nichts, wenn man die Schichtzeit ein bisschen überzieht. Und bis zu einer Stunde geht das dann schon. Wochenende drücken sie da schon mal ein Auge zu. Da fährt jeder nach Hause. Also wenn ich jetzt 2-3 Stunden drüber wäre, würde ich es nicht machen, aber halbe Stunde, gute halbe Stunde geht schon. Eigentlich wollte ich ja nach Hause. Aber irgendwie ist heute der Wurm drinne. Das ist nicht mein Tag heute. Naja, können wir nur abwarten, wie lange sich das jetzt hier hinzieht. Da ist so ein Kleintransporter in den Graben gesegelt. Die haben den aber schon am Haken mit dem Kran. So ein 7,5-Tonner. Er schwebt schon am Kran. Ich glaube nicht, dass es noch ewig lang dauert. Müsste sich eigentlich bald erledigt haben. Ich würde mal sagen, halbe Stunde. Wobei der eigentlich gar nicht so groß sein kann, wenn so ein kleiner Abschlepper da ist. Der da hier gerade rangiert. Oder die wollen ihn dann an den großen Abschlepper hängen. Das ist natürlich auch möglich. Dass der bloß irgendwelches Werkzeug gebracht hat oder was weiß ich. Naja, drückt mir die Daumen, dass es nicht allzu lange dauert. Jetzt, ich werde jetzt meine Standheizung gleich anmachen. Die funktioniert ja zum Glück. So, meine Guten. Jetzt haben wir es überstanden. Jetzt geht's heim. Erst noch mal schnell an die Tankstelle Brötchen holen. Und dann geht's nach Hause. Dann stellen wir den LKW in der Spedition auf dem Hof ab, packen noch ein bisschen zusammen und dann ist Wochenende. Hoch die Hände, Wochenende. Ja, das hat noch gedauert dort, aber die haben dann die Kreuzung frei gemacht. Der Abschlepper stand ja quer auf der Kreuzung. Und die haben dann die Kreuzung frei gemacht und da konnte ich dann dort links abbiegen Richtung Berg. Und dann Berg auf der Autobahn auf die A9 und dann übers fruchtländisch-bayerische Dreieck wieder zurück auf der A72 fahren. Sonst würde ich jetzt noch dort stehen. War gar kein 7,5-Tonner, das war ein großer, ein 40-Tonner Hängerzug. Der ist da in die Seite reingekippt, warum auch immer, keine Ahnung. Naja, jetzt sind wir jedenfalls gleich zu Hause. Haben wir es ja gleich überstanden. Meine Lieben, dann will ich mich mal von euch verabschieden. Ab ins Wochenende. Guckt mal da raus. Schneegestöber. Naja, wenigstens habe ich es noch mit dem LKW bisher geschafft. Zu Fuß geht das ja noch, das Schneegestöber. Also, meine Guten, dann wollen wir mal jetzt ins Wochenende starten.
Montag in der Nacht um 3 geht's wieder los nach Böblingen. Also, ich wünsche euch eine stau- und knitterfreie Fahrt. Haltet schön eure Stoßstangen sauber. Schönen Abend. Gutes Nächtle. Ein schönes Wochenende. Bis Montag. Tschüss.